Hallo wieder mal. Wir haben den Platz gewechselt, Schatzi. Erzähl uns immer. In Bad Hügelland. Genau. Am Boris-Stellplatz. Wie heißt es? Wiesen? Wiesengrund? Wiesengrund. Wiesengrund, ja genau. So. Und wir nutzen das Wetter aus, weil da direkt gegenüber gibt es ja Bahn. Wo will ich hin? Hornbahn, oder? Genau, die Hornbahn. Da fahren wir jetzt hoch und machen unseren schönen Nachmittag. Also, los geht's. Das ist natürlich auch ein Paradies für Gleitschirmflieger da, ne? Wow. So, jetzt sind wir an der Bahn. Aha, 1314 Meter ist der Berg hoch. Cool. So, jetzt gucken wir mal, wo es da rein geht. So, rein hüpfen wir. Easy. Hopp. Theo, hopp. Super. Die Anne macht schon wieder die Schildkröte. Oh, Pup. Da kann man die jetzt mal abmachen. Jetzt geht gleich die Tür zu, Pup. So. So. Und jetzt geht's los. So, was da los ist. Ihr könnt euch da gemütlich machen. Du kannst rausgucken. Frische Luft. Ja. Ist schon? Hm? So, und jetzt gehen wir mal eine Runde Gassi da rum und gucken uns mal da oben um. Voll toller Ausblick. Ja. Abendgassi-Runde. Ist das nicht schön, wenn man vom Platz runter geht? Pferdelen, Wiese, gell? Blumenwiese. Blumenwiese, Berge. Und Berge und der blaue Himmel. Das ist toll. Man möchte gar nicht heim. Mhm. Und wo gehen wir jetzt hin? Dann drüben jetzt wieder Bad? Nach Bad Hindelang. Bad Hindelang. Genau, wir gucken mal den Ort an. Also auf geht's. Pferdelen. Haflinger sind auch da. Es sind zwar bloß Löwenzähne, ne? Und ein paar vereinzelte Blumen dazwischen, aber trotzdem sieht es cool aus, ne? Und da oben
ist sogar noch ein bisschen Schnee auf dem Berg. Pup? Ja, damit kann er nichts aufhören, ne? Das fliegt zu euch. Es ist fertig. Guck. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist halt eine Sache, ne? Frühstücken vor dem Wohnmobil. Heute das erste Mal, gell? Mhm. Und guckt euch das an. Ein Traumwetter. Tja, hat die Anja verdient an ihrem Geburtstag, ne? So ein Wetter und so ein Genuss. Ich bin ja auch immer brav. Da sage ich jetzt nichts dazu. Okay, meistens. Ja, aber das ist doch ein Traum. Guck, die Hunde liegen draußen schön und sonnen sich. Blick auf die Berge. Und strahlender Sonnenschein. Was will man mehr? Und nachher, wenn wir mit Frühstück fertig sind, machen wir die Fahrräder wieder zusammen und nutzen das Wetter noch ein wenig aus, weil heute Nachmittag soll es vielleicht ein Gewitter geben oder wenn es schlechter wäre. Deswegen machen wir nachher eine Fahrradtour und dann später zeige ich euch noch den Platz. Weil das ist nämlich echt ein schöner Platz. Also, jetzt erstmal fertig frühstücken. Bis nachher. So Leute, da vorne kommt jetzt die Hubertuskapelle. Da fahren wir jetzt vorbei. Bitte? Ja. Klar. Gucken wir uns mal geschwind die Hubertuskapelle an. Mal sehen, ob man da rein kann. Offen. Cool. Was? 1928.
gemacht. Okay, ein Tummelplatz für Fliegen. Geschwind hinaus. Wir sind angekommen am Giebelhaus. Das hat doch schon mal was, ne? Wenn man mal an so Almhütten oder was ankommt und da ist nicht so ein Trubel. Gell? So, und jetzt gönnen wir uns schön ein Käffchen und ein Eis und einen Apfelstrudel und dann ganz langsam wieder zurück. Ja. Jetzt kriegt ihr mal ein paar Informationen über den Stellplatz von mir. Zuerst gehen wir mal raus vor die Schranke und gucken uns das mal von außen an. Also, geht mit. Da habt ihr ja schon mal die Tafel, wenn man reingeht. Da stehen alle wichtigen Informationen drauf. Sprich, Preis pro Nacht, Sommer, Herbst, Spätherbst, saisonbedingt sogar. Ja, was soll ich sagen? 34 naturbelassene Stellplätze, weitere im Innenhof, Stromanschluss, TV-Anschluss, gratis WLAN, duschen, wenn man möchte, mit Fußboden, Heizung, Trockenraum für den Winter. Alles, was man eigentlich von einem Stellplatz erwartet. Stromanschluss 70 Cent pro Kilowattstunde, Wasser kann man auch 10 Liter Weißholz. Alles da. Wir gucken uns einfach mal an. Also geht mit rein. Also wenn man da über die Schranke fährt, dann wird man von der Kamera erfasst und dann ist man schon mal als Besucher registriert. Wie gesagt, die Stellplätze sind naturbelassen. Ich gebe dir mal einen Schwenk über den Platz von mir. Na, ist doch super. So. Dann gucken wir uns mal die Entsorgungsstation an. Bodeneinlass. Das ist super. Müll. Vorbildlich, alles getrennt. Von Altpapier über Verpackung, was man halt alles so trennen muss. Wird alles beobachtet und kontrolliert vom Piraten. Der passt auf, dass man nichts falsch macht. Da herüben für die Toilettenkassette. Ja, cool. Jetzt gehen wir mal rein, gucken uns mal diese andere Sache an. Also da geht es dann zu den Sanitärgebäuden. Ah, wenn man reingeht, der riecht schon frisch geputzt. Ist alles also picobello sauber, ne? Wenn man da aufmacht. Ne?
gibt es nichts zu meckern. Es gibt sogar einen Föhn. Super. Da ist der Trockenraum, wie gesagt. Und da ist das Anmeldeterminal. Aber das ist schon auf dem neuesten Stand der Technik. Ne? Touchscreen. Platz buchen. Stellplatzübersicht. Wenn man dann kommt, sieht man, wann, an welchen Tagen die Plätze schon vorausgebucht sind. Dann gibt es den Belegungsplan. Da sieht man, aha, welcher Platz belegt ist und welcher noch frei ist. Zahlbar mit Kreditkarte, EC-Karte, was es halt so gibt. Wenn man dann Frischwasser möchte, Strom oder duschen möchte, kann man dort kaufen. Sprich, man wählt an. Wir brauchen ja nachher Wasser. Ja, dann gibt mir die Menge. Aha, 10 Liter kosten 20 Cent. Also dementsprechend die Menge an Geld an ein. Dann kann man draußen Wassertopf. Also alles quasi auf dem neuesten Stand. Wer ist denn heute eigentlich, oder wer ist denn die Glückliche? Ich. Darf man mal so machen? Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, junge Dame. Servus. Hier ist die. Ich mache auch jetzt einfach. So. Happy Birthday to you. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück. Danke. Das war schön. Also, wie immer, wenn ohne Anfang fällt der Herd mit mir ins Ohr. Der Stern für die Tanzbahn. Pause! Pause können wir auch gut, wenn wir wollen. Aber muss nicht sein. Und jetzt hörst du, was du verpasst hast beim Tanzen. Also gut. Ja. Aha, das ist also die Quelle. Also Schatz, erzähl mal was da drüber, wo wir jetzt genau sind. Wir sind jetzt in Königsbronn. Da fließt ja ein kleines Flüsschen, die Brenz, und hier ist der Ursprung, der Brenztopf. Okay.
Okay. Ja, da im Ort gibt es auch einen Stellplatz. Da haben wir jetzt quasi eine Zwischenübernachtung gemacht. Und deswegen gucken wir uns auch mal diesen Brenz-Ursprung an. Ja, den Stellplatz zeige ich euch nachher, aber jetzt gucken wir uns da erst noch an. Jetzt sind wir mal ein paar Meter vorgelaufen und gucken uns mal die ganze Sache von oben an. Wow, ne? Und da unten, hinter dem Gebäude, wo der Strom gemacht wird, da fließt dann die Brenz weiter. Lustig, gell? Jetzt kriegt ihr mal ein paar Informationen über den Stellplatz von mir. Ausgelegt ist der Stellplatz für 4 Mobile. Wenn man sich aber ein bisschen anständig nachstellt und ein bisschen enger stellt, dann bringt man auch mal 8 Wohnmobile auf dem Platz. Es gibt Strom am Platz und eine Fernentsorgung. Die gucken wir uns jetzt mal an. Als erstes gibt es mal einen Schwenk um Platz. Also außen hin passt noch eins. Aktuell stehen 5 Mobile da und da kriegt man andere 2 hin. Also wie gesagt, es könnten 8 Mobile hinpassen, wäre nicht schlecht, wenn man aufpasst. Und es gibt auch eine Mülltonne auf dem Platz, was bei einem kostenlosen Stellplatz nicht selbstverständlich ist. Aber darüber freuen wir uns natürlich. Und da ist die Fähr- und Entsorgung. Da unten seht ihr es, da ist die Öffnung für die WC-Kassette, Frischwasser und auf der anderen Seite drüben was zum Nachspülen. Bodeneinlass sehe ich keinen, also alles da rein. Strom am Platz, gucken wir mal. Wasser kostet auf jeden Fall 1 Euro. Wie viel da natürlich rauskommt, keine Ahnung. Steht da nirgendwo. Wir gucken mal, wie es aussieht mit Strom. Da steht nichts, was. Na, da steht nichts, was die KW kostet. Da muss man sich überraschen lassen. Stehen auch keine weiteren Angaben da. Naja, dann mal gucken, muss man sich überraschen lassen. Ja, also gut. Das waren jetzt die Informationen über den Stellplatz. Ein kleiner Stellplatz, aber alles da, was man braucht. Und er ist kostenlos. So, jetzt machen wir uns noch einen schönen Abend im Wohnmobil. Also, bis denn.
Das ist doch echt der Schildkröte am Wasser. Bist du mein Wasser? Geh mal rüber zu der Schildkröte, guck sie mal an. Die kann man anschnuppern, Bub. Also Leute, der Urlaub ist zu Ende. Schade. Ja, wir haben wieder viel gesehen und viel unternommen. Ja, morgen die letzte Etappe nach Hause. Und das war's für das Video wieder mal. Wie immer bleibt noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Womo Junkies. Tschüss. Tschüss.